Ja, erstmal wiederbeleben. Und mit meinem Mongolenbogen hoffe ich doch mal, dass ich am Schild vorbeikomme. Das war natürlich jetzt echt blöd. Ja, so ein Mist. Das letzte Mal habe ich sie besiegt gehabt. Ja. Diesmal wohl nicht. Ich wäre sowieso hier gelandet, da sie mich generell erstmal dahin gejagt hätten. Also sie hätten mich nach dem Kampf K.O. geschlagen, egal ob ich gewonnen oder verloren hätte. So, you're the new kid everyone is talking about. What's your name? He doesn't talk, Elf King. He thinks he's hot shit or something. You're playing for the wrong side, dude. What did Wizard Fatass tell you? That we broke the rules and took the stick last night? He's lying. Cartman is the one you should be fighting against. He's hiding the stick, which is cheating, and acting all betrayed and sad to get you to recruit more people for him. We tracked a Twitter raven who says you are currently trying to recruit the Goths for the Wizard. Go recruit them, but bring them to us. Then we can ransack Carbon's stupid kingdom and get the stick back once and for all. I'm trusting you to do what's right. And kid, if you betray us, we'll tell everyone you're a butthole. Ja, soweit. I'm sending our best ranger to help guide you. The bard is also at your disposal now. Jetzt haben wir Stan und den Barden als Begleitung. Was war das? Perücke mit Haartolle. Ja, wir haben ein neues Fähigkeits, was auch immer. Entfernt Buffs von deinem Hauptziel und verhöhnt alle Gegner, was sie dazu zwingt, dich ohne Spezialfähigkeiten anzugreifen. Später vielleicht. Wenn ich deine Feinde mit einem tödlichen Lufttritt, der alle Feinde trifft, bewirkt bei perfekter Durchführung mehr Schaden. Das klingt doch gut. Dann mache ich erst noch den Bullen voll und warte dann, bis ich den hier freischalten kann. Vorteile gibt's immer noch nicht. Ich habe immer noch nicht genug Freunde. All is lost. My contacts, my maps, my friends list, all taken from me by the She-Ogre. She has no soul. You will help me battle the She-Ogre and reclaim my iPhone? Perhaps you are one to be trusted. Very well. Let us end this. Ja, genau. You know what every good bard should have? A flute. If I had a flute, I could play fantastic melodies. If I only had a flute. My Facebook says the Rancher might be selling one. You know where the ranch is? I'd love to see if I could buy that flute. Ja. Our king may trust you, but that doesn't mean I have to. Das heißt, mit dem einen gehen wir zur Farm und zum anderen gehen wir zum Ogerin. The humans have raised banners around town, claiming elf territory for their own. So saith the Well of Insight. Plus, it's all over Twitter. The Well says balance can be restored only if a chosen one were to fuck up their banners. Ja, also die Ogerin müssen wir besiegen und wir müssen Banner zerstören. Gehe zu Stan, sprich mit Farmer Billy, zerstöre die Banner von Starks Teich, zerstöre das Kirchenbanner, zerstöre das Banner im Spielpark, zerstöre die Nachbarschaftsbanner, zerstöre das andere Banner im Viertel. Juhu, alles zerstören. Gut, da hätten wir jetzt auch den Timmy Express abgeschlossen. Ja, himmelblaue Farbe. Damit haben wir einen neuen Farbton. No tricks, human. Kann ich mit dem... Nein, kann ich nicht. Aber ich kann nach oben gehen. Zum... zur Elf Kingdom Fahne. Und... ja, nichts tun. So, dann wollen wir doch mal sehen, ob man vielleicht beim Laden, den die hier noch haben, etwas finden. Oh, Krieger-Axt. Das ist natürlich schick.
Wollen wir noch mal sehen, was die Kriegeraxt so drauf hat. 4 Angriffe auf 55. Schwächt den Angriff des Ziels bei magischen Angriffen. Der Waffenschaden erhöht sich um das Vierfache vom Rüstungswert. Oh, holla die Waldfee. Das Vierfache vom Rüstungswert. Also, bitte, wenn das nicht was Stärkeres ist als alles andere, weil der Waffenschaden erhöht sich um das Vierfache vom Rüstungswert. Das bedeutet, 4 mal 31 wären 124, wenn ich das gerade richtig überschlagen habe. Und das noch da drauf wären 179 Schaden im Maximum. Und das viermal. Es ist nicht gerade wenig, muss man dazu sagen. Hier haben wir das Ähnliche, ums Dreifache vom Rüstungswert. Der Schaden steigt ins Unglaubliche, sagen wir so. Oh ja, wir müssen noch umsteigen, genau. So, dann haben wir jetzt eine neue Waffe. Any ally of the Elf King is an ally of mine, and my shop is open to you. Wollen wir es doch hoffen. Dann haben wir nämlich hier ein paar Waffen. Einen Langbogen, der unseren eigenen schon übertrifft. Ein Doppelschwert. Aber da ich... Das ist eben die Frage. Das kann ich ja noch nicht nehmen. Aber die Räuberklinge könnte ich theoretisch schon nehmen. Was hatte ich gerechnet? 170, das müssen wir noch testen. Ob das wirklich funktioniert. Selbst die Waffe ist theoretisch stärker als meine. Deswegen teste ich erstmal das Ganze und dann werden wir weitersehen. Fügt 10 Rüstungen hinzu und schwächt feindliche. Du erhältst Abwehr erhöht, wenn dein Begleiter stirbt. 50 TP, wenn dein Begleiter angreift. 4 Rüstung, Angriff erhöht, wenn der Begleiter stirbt. Aber immer nur, wenn der Begleiter stirbt. Oh. Ja, Waffenaufsätze. Verstärkten Angriff, Waffen 50. Na, das werden wir noch verwenden können. Was haben wir denn hier? Dornenzweig. Moment. Du heilst jede Runde im Kampf 25 TP. Es ist sehr schön. Gut, gehen wir zurück. Verkaufen können wir auch noch ein bisschen was von unserem Kram. Das, nun ja, braucht ja eh keiner mehr. Von daher können wir den ganzen Kram auch verkaufen. Dann haben wir auch ein bisschen Geld, was wir dann irgendwann mal ausgeben können für etwas Wichtiges, was wir brauchen oder was Starkes, Stärkeres als wir im Moment haben natürlich dann. Aber wir werden ja sehen, was kommt. Petrus wollte ich noch mal behalten. Gut. Elfenperücke, Elfin. Elfinperücke, also die weibliche. Kleeblatt. Zweige sind cool. Kleeblatt. Das hier, das, das, das. Und das. Alles cool. Und, ups, ich muss es ja nicht tragen. Von daher. Ja. Sehr schön, damit wären wir bei den Elfen soweit durch. Fehlt jetzt nur noch der Test. Der Test, wie das Ganze hier... Oh, warte, da war noch der Kühlschrank, genau. Da haben wir wohl was Frostiges bekommen. Ein Dreidel. Gut, gehen wir hoch in das Schlafzimmer von... Dann
Nee. Okay. Unterhosenquest. Aha. Ein Stein an der Wand. Mal sehen, was haben wir hier drin? Nichts Interessantes. Dann geht's wohl weiter. Zu dem Ganzen hier. Proslowskis Garagenschlüssel. Das heißt, wir können gleich in die Garage gehen. Kann man das hier noch? Barbarenperücke. Aha. Sehr interessant. Neue Nachricht von Timmy. Die gucke ich mir mal gleich an. Aber erst das Bad durchsuchen. Dann kann ich jetzt mal auf ja, die Räuberklinge. Oh, stimmt, da war ja was. Der Langbogen, der besser ist als meiner. Der wird natürlich jetzt gerade ausgenutzt hier, damit das... ja, dann können wir da ein wenig Feuerschaden dranhängen. Und ein wenig Gift. Oh. Obwohl, warte mal. Naja, um 80, um 50. Das können wir doch schon mal nehmen. Bis zu 30 Rüstung wird ignoriert. Da ist jetzt die Frage bei meiner Axt. Ändern. Dann tue ich das mit dem hier tauschen. Das heißt, hier habe ich einmal Feuer und hier habe ich auch einmal, habe ich einmal Gift. Obwohl ich das jetzt noch ändern. Oh nein, doch nicht. Naja. Okay. Das wird schon noch. Jetzt brauche ich nur noch Gegner, die ich hier irgendwie mal platt machen kann. Ja. Mit einer Axt geschlagen zu werden, ist natürlich nicht ganz so lustig. Ja, genau. Ach, der hatte erzählt, er wollte seine eine Flöte haben und muss dazu zur Farm. Das können wir ja gerade erfüllen. Oh ja, hier war ein Banner. Das Banner im Viertel. Gut. Dann wollen wir doch mal sehen, ob wir hier nicht bei der Farm ein wenig... Oh, ja. Ratten. Oder? Nee. Okay. Na, kommt her. Ich muss das echt mit dem Dragon Shout machen. Ja, gut. Da sind sie aber jetzt alle weg. Und hier geht's zur Farm. Oh boy, the cattle ranch. We're here. Excuse us. Hello. Hey, get off my ranch. Sorry to bother you, sir. We are elven warriors of the forest. I understand you might have a flute for sale. You want to buy the flute? It just so happens I'm a level 10 bard, and a flute is just what I need to play magical songs of A flute is just what I need to play magical songs of A flute is just what I need to play magical songs of Und es dauert auch noch einen Moment, bis er weiterkommt. Magical songs of Magical songs of Nimm ein anderes Wort, das hilft manchmal. A flute is just what I need to play A flute is just what I need to play magical songs of Magical songs of Und es dauert und dauert und dauert. A flute is just what I need to play magical songs of enchantment. Yeah, well, only problem is the flute's in the barn, and there's where the crazy cattle are locked up. Damnedest thing I ever saw. Some of the cattle started acting real funny. I tried to calm them down, but they shouted something in German and then tried to kill me. Well, don't worry, sir. You just need the help from a level 10 bard and his warrior friend. Leave it to us.
All right, if you say so. Here's the keys to the barn. Okay, dann latschen wir mal in Richtung Scheune. Besiege die Nazi-Zombie-Kühe. Gut, fangen wir an. All right, cows, it's time to stop misbehaving. Da fragt man sich, wo die Armbinden und die Hüte her haben. Naja, was soll's. I'm just a humble boy. Surely my music is no match for a hero like you. Versuche ich es mit der Kriegsaxt zuerst. Resistent, naja. Stolzere Gegebenheit durch eure Schule